So, hallo, liebe Freunde. Heute wollen wir eine Demo machen, ein Videothema über wie stelle ich eine Auktion ein. Es funktioniert eigentlich sehr einfach und sehr schnell. Werdet sehen, also zuerst muss man sich einmal einloggen. Jetzt haben wir ratzfatz. Gut, dann haben wir da wieder dieses grüne Verwaltungskästchen mit Einstellungen, Kleinanzeigen, Auktionen, Multilevel Marketing Stammbaum. Wir gehen auf Auktionen. Dann kommt hier neue Auktionen. Jetzt wählen wir Kategorie aus. Zum Testen nehmen wir meistens die Katzen. Dann haben wir einen Auktionstitel. Da schreiben wir einfach eine, das ist eine Testkatze. Auktionsbeschreibung. Bei Marvus eine. Es ist natürlich normal so, umso mehr, dass bei den Auktionen drinsteht, bei der Auktionsbeschreibung drin steht, umso besser die gemacht ist, umso besser wird wahrscheinlich der Preis sein, das für die Leute der Zuspruch sein. Okay, dann haben wir einen Standort. Stand schon da. Dann haben wir das Land. Steht auch da. Dann Bezahlungsmöglichkeiten ist natürlich manchmal sehr wichtig, wie man das macht oder was. In dem Fall schreiben wir halt einmal einfach Bar. Dann hätten wir eine Kreditkarte. Eventuell noch der Nachname. Gut. Liefermöglichkeit, eventuell per Nachname. Innerhalb Österreichs würde ich sagen, weil nach Deutschland oder andere EU-Staaten kann man nicht Nachname liefern. Aber innerhalb von Österreich, wenn das Paket so verschickbar ist, würde ich das jedem empfehlen, weil es der einfachste Weg ist. Der Postbote bringt das Paket hin, wenn er das bezahlt hat, kriegt das. Und am nächsten Tag holt man sich auf der Post, das ist das Tollste, was es gibt. Dann haben wir ja, nicht vergessen den Mindestpreis. Also ich würde sagen, dann schreiben wir mal 120 Euro rein. Dann schreiben wir jetzt nur eine Zahl ein. Ohne Beistrich, ohne Bindestrich, ohne Eurozeichen, ohne alles. Dann ein Startpreis, der ist eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, den könnte man von 1 Euro wegmachen. Also er muss halt unter die 120 Euro sein. Ich würde jetzt sagen, den legen wir bei 90 Euro fest. Dann haben wir eine Laufzeit, die können wir bis zu 30 Tage machen. Ich glaube, wir lassen es jetzt bei einem Tag. Und natürlich den Sofortkaufpreis, wenn jemand sagt, die Deskorts wollen wir sofort kaufen, dann geben wir sie um 150 Euro, dann braucht er nicht lange warten, wenn er da drauf drückt, gehört sie. Jetzt da wir das speichern. Und wenn das gespeichert ist, dann können wir noch Foto hochladen. Wir können jetzt eins hochladen oder Multi-Upload, also mehrere. Wir machen gleich mehrere. Und das schaut dann so aus. Kommen also 5, 6 Foto aufladen. Und das empfiehlt sich eine Pixelgröße von 6 bis 400. Wir haben jetzt da kleineres. Sieht man da. Das rutscht aber weg. 448 mal 336. Geht auch. Braucht es nicht so lange zum Laden, wenn es nicht zu groß ist. Wenn es viel zu groß ist, dann schluckt das manchmal nicht. Mal noch eins. Gehen wir noch eins dazu, wenn wir so schöne Fotos haben. Okay. Dann noch speichern und fertig. Eingestellt ist die Aktion. So einfach geht es. Bitte schön. Ende zuschauen, da gehen wir auf Aktionen.
Dann haben wir die Katzen. Dann haben wir dort das Katze. So, steht alles da. Also das ist die Laufzeit, wie lange das noch geht, 23 Stunden. Startpreis 90 Euro. Sofortkaufpreis 150 Euro. Auktionsbeschreibung, Liefermöglichkeit, Fotos, alles da. Nix, so schnell geht das, hat man Auktion erstellt. Also überhaupt keine Hexerei. Und wie das steigern geht, das zeigen wir Ihnen in einem anderen Video. Viertag, liebe Freunde, Servus, euer Steffen.